Wir wussten schon seit den 80er Jahren, dass Nervensystem, Hormonsystem und Immunsystem miteinander zusammenhängen, dass sie sogar eine gemeinsame biochemische Sprache sprechen. Das heißt, Zytokine, Immunfaktoren, werden im Zusammenhang mit Immunprozessen, zum Beispiel Infektionen, freigesetzt, bleiben aber nicht nur im Immunsystem und am Killen von viral infizierten Zellen hängen, sondern sie organisieren das gesamte Menschensystem darauf hin, dass dieser Mensch infiziert ist und dass er sich auch im Erleben und im Verhalten verändern muss. Das heißt, die Zytokine überwinden die Blut-Hirn-Schranke und setzen im Gehirn Effekte, sodass wir uns anders verhalten und erleben, wenn wir infiziert sind. Ganz wichtig und entscheidend, auch jetzt in der Covid-19-Krise zu wissen, dass wenn wir eine Infektion durchmachen, dass wir diese Infektion auch entsprechend so durchmachen, wie uns das Immunsystem lehrt und uns in Aktivität oder Nichtaktivität bringt. Letzten Endes bringt unser Immunsystem in einen Zustand, dass wir ins Bett gehen und dass wir uns erschöpft fühlen und dass wir Energie einsparen für den Erregerabwehrprozess. Das war's. Das ist ein ganz natürlicher Zugang. Und wir sollten aufpassen, hier zu schnell und zu unbedacht Medikamente zu nehmen, die dieses Sickness Behavior, so bezeichnet man diesen Zustand, der Erkrankung wegmachen und uns vorgaukeln, wir seien nicht infiziert. Das ist nämlich ein Fehler. Aspirin, Ibuprofen und all diese Mittel, die man nimmt, die nehmen die immunologischen Strategien weg, sodass wir uns wohlfühlen, obwohl wir noch eine Infektion durchmachen. Für meine Begriffe ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Auch in der Covid-19-Krise. Die Entzündungsreaktion, genau darauf bin ich gerade zu sprechen gekommen, ist eben eine ganzheitliche. Sie ist eben nicht nur darauf bedacht, dass genau in diesem Bereich, den ich da aufgezeichnet habe, wo dieser Holzspan die Außenhaut durchdrungen hat und Bakterien mitgegangen sind in das Unterhautgewebe, dass dort nur Makrophagen sitzen und diese Bakterien gleich ausmerzen. Nein, diese Makrophagen, diese Fresszellen interagieren mit dem gesamten System Mensch und schütten Zytokine aus, zum Beispiel Interleukin 6, aber eben auch Tumornekrosefaktor Alpha, Interleukin 1 Beta und andere proinflammatorische Zytokine, die dann in den gesamten Organismus ausgestrahlt werden und dort in der Leber die akute Phase-Response aktivieren, im Knochenmark andere Zellen heranführen an diesen Ort des Erregereintritts und eben auch die Blut-Hirn-Schranke überwinden und sogar im Gehirn Effekte setzen, Fieber, eine Temperaturerhöhung, sodass die Bakterien dort nicht so gut existieren können und sich vermehren können, aber eben auch psychische Veränderungen, von denen ich gerade erzählt habe. Und da sind wir noch einmal beim Sickness Behavior mit diesen verschiedenen Einfluss oder diesen verschiedenen Symptomen, die ich Ihnen aufgezeigt habe. Das geht so weit, dass Zytokine, und das weiß man noch gar nicht so lange, in der Psychoneurologie an ganz bestimmten Orten im Gehirn ansetzen und dort uns in einer Form verändern, dass wir uns auch sozial differenziert verhalten, wenn wir krank sind. Also proinflammatorische Zytokine werden ausgeschüttet im Infektionsprozess, überwinden die Blut-Hirn-Schranke und triggern zum Beispiel in der Amygdala, im dorsalen, anterioren, zingulären Kortex ein Verhalten, das wir fremde Personen im Krankheitsfall vermeiden. Denn das ist energetisch aufwendig und hat das Risiko, dass wir uns erneut nochmal infizieren. Wir kennen diese Menschen ja nicht. Und im Gegenzug wissen wir auch, dass diese Zytokine ventrales Striatum und ventromedialen und dorsomedialen präfrontalen Kortex aktivieren. Und hier vermutet man, dürfte eine neurobiologische Grundlage dafür sein, dass wir vertraute Personen aufsuchen, wenn wir krank sind. Das heißt, wir haben einen neurobiologischen Mechanismus, wie wir Menschen an uns heranbringen, denen wir vertrauen und die uns jetzt in den Heilungsprozess bringen, und fremde Personen werden gemieden. Unglaublich, was Zytokine fähig sind zu tun. Das ist Feedback natürlich, das ist ganz wichtig. Also der Außenfaktor ist das Virus, das uns infiziert, und wir feedbacken, um in den Heilungsprozess zu kommen. Und da wird die Biologie aktiviert, um uns zu helfen.